Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute schauen wir uns die Dokumentation auf Arte mal genauer an. Da gab es in letzter Zeit ein paar Sachen, zum Beispiel eine Dokumentation über die Pest. Die habe ich mir auch kurz angeguckt. Ich habe mich aber für diese entschieden. Es geht hier um Johannes Gutenberg. Das Thema ist Buchdruck und ich will mal schauen, was diese Arte-Dokumentationen taugen. Wir werden es gemeinsam ansehen. Ich werde reagieren. Viel Spaß dabei. 1984, Vatikan. Papst Benjamin II. Ist gescheitert. Im Kreise seiner letzten Unterstützer muss er seine Niederlage eingestehen. Nach 5 Jahren Kampf ist es den protestantischen Kräften gelungen, die Armee des Heiligen Stuhls zu besiegen. Der Vatikan wurde gestürzt. Die Protestbewegung entstand im 16. Jahrhundert, wurde aber umgehend von der katholischen Kirche im Keim erstickt. Dennoch wuchs die Bewegung jahrhundertelang im Verborgenen weiter und verbreitete sich in allen Gesellschaftsschichten. Im 20. Jahrhundert konnte sie endlich der katholischen Armee die Stirn bieten. Der große Glaubenskrieg begann. Allerdings ist es so nie geschehen. 1455 konnte dank der Erfindung des Buchdrucks Gedankengut in ganz Europa verbreitet werden. Was habe ich da gerade gesehen? Was war das? Also wir schauen hier gerade einen Film über Gutenberg und werden empfangen mit Weltkriegsszenario und ein nicht existenter Papst und eine katholische Armee und die aufständischen Protestanten. Wer hat da gerade seinen Willen, ein Drehbuch zu schreiben, freien Lauf gelassen? Was hat das mit unserem Thema zu tun? Die Erklärung dahinter ist natürlich, der Buchdruck hat die Reformation groß gemacht. Ja, ist richtig. Die Reformation hat sich des Buchdrucks sehr, sehr bedient. Aber ob jetzt der Buchdruck die Reformation groß gemacht hat oder die Unterstützung durch die weltlichen Fürsten, die die Gelegenheit gesehen haben, mehr oder weniger unabhängig zu sein und ihre eigene Kirche unter sich zu haben, sei mal dahingestellt. Und auch so, ja, die wurden im Keim erstickt. Die Kirche hat es eigentlich nie geschafft, eine Reformbewegung im Keim zu ersticken. Entweder sie haben sie vereinnahmt, wie die ganzen Klosterreformen, oder über lange Jahre und teilweise Jahrhunderte verfolgt, wie Katharer Waldenser, jahrzehntelang wie die Hussiten. Also im Keim erstickt, das haben sie irgendwie nie hinbekommen. Aber hier, und dann wächst diese Reformation, die Protestanten wachsen über 400 Jahre im Verborgenen. Es ist ein ganz, ganz schlechter Plot und ja, es ist kontrafaktische Geschichte, so eine Was-wäre-wenn-Sache, aber was hat das in unserer Dokumentation wie dieser zu suchen? Ja, ihr könnt mit Explosionen allen beginnen, aber und auch, es wird von Anfang an so, also der Buchdruck hat die Reformation begünstigt und die hat uns irgendwie aus dem finsteren Knechtschaft durch die katholische Kirche befreit. Leute, ist das eure Erzählung? Ist das, was hängen bleibt? Überlegt mal, was da gerade didaktisch passiert. Bilder sind viel, viel mächtiger als Worte. Ihr fangt an und stimmt die Leute ein mit einem Weltkriegsszenario. Was da geredet wird, das müssen die Leute erstmal mitkriegen. Es fängt an mit einem Papst, der nicht existent ist, der mit einem Wort erwähnt wird und einer Jahreszahl. Und wenn man das nicht mitbekommen hat, dann versteht man gar nicht, was auf dem Bildschirm gerade los ist. Vollkommen unverständlich. Also schräg präsentiert und dann ist man eingestimmt auf Krieg. So funktionieren Menschen nun mal. Bilder sind extrem wirkungsmächtig, das merke ich auch immer wieder, deswegen arbeite ich mit vielen Bildern, aber die Bilder, die ihr gerade verwendet habt, also das zieht mir gerade nicht die Socken aus. Was habe ich noch nicht, hätte ich nicht mit gerechnet, habe ich so auch noch nicht gesehen und ich halte es für extrem bedenklich, einen Film über Gutenberg, über den Buchdruck so zu beginnen und gleich dieses Übernarrativ aufzustellen, der Buchdruck hat die Reformation begünstigt oder überhaupt in der Form erst möglich gemacht. Das ist ja, was ihr sagt, ohne Buchdruck wäre die Reformation gescheitert oder wäre in den Untergrund gegangen. Und dann so ganz, ganz viele Annahmen drauf, ist ein globaler Krieg draus geworden. Also das ist schon nicht mehr eine Was-wäre-wenn-Geschichte, das ist schon eine Was wäre im allerunglaubwürdigsten Fall möglicherweise? Und Hauptsache, wir kriegen noch ein paar Explosionen rein. Und so, mal gucken, ob das so weitergeht, aber gerade bin ich echt schockiert. Geschichte ist eine Aufeinanderfolge außerordentlicher Ereignisse. Jeder von uns kann ihren Verlauf beeinflussen. Von der Entstehung eines tausendjährigen...
Also das ist eine gute Frage, ob es die Geschichte ich habe Besuch. Ob Geschichte eine Aneinanderreihung herausragender Ereignisse ist oder ob Geschichte nicht die Struktur dazwischen ist, ob Geschichte nicht das ist, was zwischen den großen Ereignissen passiert und aus den ganzen kleinen Ereignissen besteht. Also da bin ich sehr skeptisch. Kaiserreichs bis zum Niedergang einer blühenden Zivilisation. Vom genialen Erfindungsgeist einer Handvoll Menschen bis zur kulturellen Revolution. Vom finstersten Totalitarismus zu den schrecklichsten Kriegen. Vom heroischen Widerstand eines ganzen Volkes bis zur unbeugsamen Willenskraft einer kleinen Minderheit. Schon die geringste Entscheidung kann die Zukunft verändern. Wer die Vergangenheit kennt, kann vorausahnen, was in Zukunft geschieht. Schön wär's. Straßburg, Straßburg. Zeugen berichten von einer mysteriösen Maschine in der Werkstatt eines gewissen Gutenberg. 15 Jahre später. Mysteriöse Maschine, wir reden von einer Presse. Wir haben schon mal Pressen gesehen. Also, Gutenbergs Presse basiert in erster Linie auf einer Weinpresse. In Straßburg. Okay, also es gibt da tatsächlich, gab einen Prozess, in den Gutenberg verwickelt war. Und da wurde unter anderem auch, ging es auch unter anderem um die Investitionen. Da wird von einer Presse gesprochen, nicht von einer mysteriösen Maschine. Die Leute wissen durchaus, was eine Presse ist. Später. Gutenberg präsentiert der verblüfften Öffentlichkeit das erste gedruckte Buch, eine Bibel. 1517. Martin Luther lässt seine 95 Thesen, in denen er die Missstände der katholischen Kirche anprangert, in großer Auflage drucken. Diese drei Ereignisse sind Schlüsselmomente für die Entstehung und Entwicklung des Buchdrucks, der die europäische Gesellschaft revolutioniert. Auch da wieder diese völlige Verknüpfung von Buchdruck und Reformation. Mal gucken, wohin das führt. Der Irak vor rund 5000 Jahren. In dem großen, fruchtbaren Gebiet steht die Menschheit am Beginn einer neuen Ära, der Erfindung der Schrift. Ich will ja nicht lästern, aber wir reden hier vom Irak und sie kommen mit gelber Farbe, ganz, ganz viel Gelb. Okay, hatten wir eben auch schon, aber es ist jetzt schon so sehr Wüstenstimmung. Diese revolutionäre Entdeckung basiert auf einer Notwendigkeit. Durch die Entstehung erster Städte müssen Lebensmittelvorräte verwaltet und Konflikte geschlichtet werden. Mit der Schrift können Handelstätigkeiten und Okay, hier sind wir mehr bei Sandsturmstimmung. Also Irak in der Zeit, Mesopotamien, ja, fruchtbare Region, sehr fruchtbare Region. Da ist nicht so wahnsinnig viel mit Wüste, da ist grün. Ereignisse festgehalten und nachvollzogen werden. Die Menschheit schreibt Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ab dem 3. Jahrtausend vor Christus etabliert sich in allen großen Kulturen des Nahen Ostens ein Schriftsystem. Zuerst sind es nur einige wenige Zeichen und Symbole. Nach und nach differenzieren sich die Systeme auf unterschiedlichen Schriftträgern. In Mesopotamien ritzen Schreiber Zeichen in Tontafeln. In Ägypten. Also, der Irak vor 5000 Jahren ist Mesopotamien. Weiß nicht, warum sie da jetzt den Begriff wechseln und überhaupt vom Irak sprechen, weil der Irak ist ein moderner Staat. Auch der Name ist vergleichsweise. Also, Mesopotamien heißt die antike Hochkultur. Zeichnet man Hieroglyphen auf gepresste Papyrusstreifen. Die Geschichte der Götter und Pharaonen wird für die Ewigkeit in den Stein von Obelisken oder das Gold von Grabkammern gemeißelt. Aus miteinander verbundenen Papyrusstreifen werden bis zu 30 Meter lange Schriftrollen, die sogenannten Volumen. Die Griechen nutzten sie für große Heldensagen. In der Bibliothek von Alexandria soll es unter Nett, Griechenland war wieder blauer. Aber abgesehen von der reinen optischen Darstellung, da werde ich bestimmt noch was zu sagen. Scheint so der Stil dieser Dokumentation zu sein, dass der mit solchen Schattenrissszenen untermalt wird. Hat Vorteile, hat aber auch gewisse Probleme. Aber klar, was wir eben hatten, die Entstehung der Schrift,
kann man nicht viel hinzufügen, ist soweit bekannt. Also Hieroglyphen und Keilschrift und solche Dinge habe ich auch schon mal zum gemacht, gerade beim Thema Papier oder beim Video über Schrift sind wir darauf eingegangen. Also ja, historische Fakten, die hier gezeigt werden. Wie gesagt, zu der Präsentation kommen wir nochmal. Julius Cäsar 700.000 solcher Schriftrollen gegeben haben. Die Römer nutzen aber auch Wachstafeln. Die Chinesen Bambus oder Schildpatt und später Papier. Die Erfindung des widerstandsfähigen Pergaments auf Tierhaut statt Pflanzenbasis ermöglicht eine längere Konservierung der Schriftstücke. Die Schriftrolle wird zunehmend durch den sogenannten Also das sind Szenen, die mag ich. Diese, die wir gerade sehen, diese Schattenriss-Szenen, es hat einen gewissen, hat was Nettes und die Macher können natürlich ein Problem umschiffen, die der Ausstattung. Also ob diese Mönchsrobe, wie wir jetzt gerade sehen, historisch genau ist, ob die Farben stimmen oder sowas, vollkommen egal. Wir haben einen Schattenriss, gibt einen Eindruck. Auch die Szene eben mit der Pergamentrolle kann man erstmal, wenn man diesen Stil mag, ist es sicherlich keine schlechte Herangehensweise. Wie gesagt, es gibt dann im Gesamten noch Probleme. Aber dieser Stil ist ganz interessant. Und was gesagt wird, natürlich, das Pergament, Erfindung ist jetzt so eine Frage, wurde Pergament erfunden oder wurde es entwickelt? Vor allem, weil es die Pflanze Papyrus in Mitteleuropa nicht gab, aber es war ein wichtiger Schritt, der Übergang zum Pergament. Übrigens, das ist der Punkt, wo viel antikes Wissen verloren gegangen ist, weil es gab einen Selektionsprozess. Was wurde weiter auf Pergament konserviert? Und das Papyrus ist meistens eben verloren. Kodex ersetzt. Das zusammengeheftete Pergamentpapier zum Umblättern ist der Vorgänger des Buches. Im Mittelalter gilt ein handgeschriebenes Buch aus gebundenen, nummerierten Seiten als wahre Kostbarkeit. Ist auch eine wahre Kostbarkeit, weil ich gebe das Rechenbeispiel immer gerne. Überlegt euch, dass aus einer Ziege ungefähr 4 DIN A4-Seiten rauszuholen sind. Also, doppelseitige Betrucht, ein Buch geteilt durch 8 sind die Anzahl von Ziegen, die ihr. Also die Seitenanzahl eines Buches geteilt durch 8 sind die, ist die Anzahl der Ziegen, die ihr schlachten müsst, um das Buch zu machen. Da ist noch nichts reingeschrieben. Also ja, Bücher sind Kostbarkeiten. Ganz natürlich, weil es unfassbar viel Aufwand bedeutet, eins zu schreiben. In ganz Europa duplizieren Heerscharen von Mönchen in Skriptorien Buchstabe für Buchstabe biblische Texte, aber auch antike Werke von Platon, Aristophanes und Hippokrates. Es ist schon mal sehr schön, dass hier auch ein Anschluss an die antike Gedankenwelt gezeigt wird. Das ist auch tatsächlich so. Natürlich gibt es verlorene Texte, es gibt Texte, die sind erst auch teilweise über den arabischen Raum wieder übersetzt worden, aber die antike Überlieferung ist eigentlich nie wirklich abgebrochen. Das ist nett, es ist schön, es mal so zu sehen, also diese ganze klösterliche Kultur. Wir haben ja im Frühmittelalter und im Hochmittelalter wirklich ist Schriftkultur oft klösterliche Kultur. Und diese Schriftkultur ist auch deutlich reicher, als man denkt. Da wurden nicht ausschließlich irgendwelche biblischen Texte abgeschrieben. Über Jahrhunderte hinweg werden unzählige Werke immer und immer wieder mühsam abgeschrieben und bleiben so bis heute erhalten. Alle Texte, die nicht regelmäßig auf neue Schriftträger übertragen wurden, sind für immer verloren. Ist leider tatsächlich so. Das ist eben, teilweise wurden Texte später wiederentdeckt, aber ganz viel, was nicht in diesem Erneuerungsprozess drin ist, ist einfach verloren gegangen. Also wenn die Leute so denken, hatte ich letztens schon was dazu gesagt, das antike Wissen ist mit dem Brand der Bibliothek von Alexandria verloren gegangen. Den gab es in der Form nie und tatsächlich ist vor allen Dingen da antikes Wissen verloren gegangen, wo es nicht wieder aufgeschrieben wurde, wieder abgeschrieben wurde, weil dieser ständige Prozess der Erneuerung ist ja heute nicht anders. Wenn ein Buch heute nicht mehr gedruckt wird, sind auch irgendwelche Dichter des 19. Jahrhunderts gerade in Vergessenheit, wenn ihre Werke nicht wieder aufgelegt werden. Ist überhaupt nicht anders. Willkommen im Gedächtnisspeicher der Menschheit. Hier können wir durch die Zeit reisen, Milliarden von Ereignissen analysieren, vergleichen und sogar verändern. Hier können wir die Geschichte neu schreiben. Wirkt jetzt ein bisschen wie die Hintergrundgeschichte von Assassin's Creed. Ich fühle mich an den Animus erinnert. Alle noch so unbedeutenden Begebenheiten in unserer Geschichte werden hier gespeichert und verknüpft.
Wird nur eine davon verändert, beeinflusst das alle anderen. Seit 100.000 Jahren bedient sich der Mensch der gesprochenen Sprache. Die Schrift existiert erst seit 5.000 Jahren. Schreiben ist die Umwandlung gesprochener Sprache in eine sichtbare Form. Und dafür gibt es mehrere Systeme. Bei den Hieroglyphen steht jedes Symbol für ein Wort, eine Person oder einen Gedanken. Man braucht sehr viele Symbole, um die Welt darzustellen. Die ägyptischen Schriftgelehrten mussten sich eine Unmenge von Hieroglyphen merken. Die Erfindung des Alphabets ist eine Revolution. Es beschreibt Laute und keine Begriffe. Mit dem phonetischen System kann jedes x-beliebige Wort und jede Idee übertragen werden. Das Alphabet ist ein Code. Beim Schreiben wird kodiert, beim Lesen dekodiert. Es ist zwar komplizierter zu erlernen, dafür aber auch viel umfangreicher. Es lässt sich damit jede Sprache festhalten. Doch die Systeme haben einen Nachteil. Gerät der Code aus irgendeinem Grund in Vergessenheit, können die Texte nicht mehr entschlüsselt werden. Genau das wäre beinahe mit den ägyptischen Hieroglyphen geschehen. Mainz, 1450. Johann Gänsfleisch, genannt Gutenberg, hat ein wichtiges Treffen mit einem Geschäftsmann. Obwohl er aus einer wohlhabenden Familie stammt, benötigt er Geld, um sein ehrgeiziges und streng geheimes Projekt in die Tat umzusetzen. Noch ahnt er nicht, dass er damit die Geschichte der Menschheit revolutionieren wird. Also, hier haben wir jetzt Straßburg dargestellt, himmelblau und nicht mehr gelb, weil wir sind ja nicht mehr in der Wüste. Nochmal zu dieser Darstellung, das hat schon etwas, weil hier, wir können an diesem ganzen Dreck auf der Straße und ähnlichem Quatsch vorbei, ob die Häuser da korrekt sind, vollkommen egal. Andererseits, es bilden sich halt auch keine positiven Bilder, es bilden sich nur Schattenrisse. Wir sehen ein Schattenriss-Theater. Das kann der Mensch bestimmt mit einer Vorstellungskraft ergänzen, aber da ist halt das Problem, ich sehe da was anders als der Normalzuschauer, weil ich jetzt ganz andere Bilder da einsetze in diese vorgefertigten Versatzstücke. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie ich das finde. Gutenberg wird um 1400 in der Stadt Mainz im Heiligen Römischen Reich geboren. Sein Vater ist ein wohlhabender Patrizier und Kaufmann. Der Familie fehlt es an nichts. Doch Gutenberg ist ehrgeizig und er hat eine Vision. Er interessiert sich leidenschaftlich für alles Technische und Mechanische. Das Handwerk hat es ihm angetan. Verbesserungen und neue Konzepte wecken seinen Erfindungsgeist. 1428 zieht er von Mainz nach Straßburg. Dort gründet er mit finanzkräftigen Teilhabern kleine, rentable Unternehmen. Dadurch gewinnt er an Erfahrung und eignet sich solide Kenntnisse in der Goldschmiedekunst und Metallverarbeitung an. Also bis jetzt soweit alles richtig. Wir wissen tatsächlich aus dieser Zeit sehr, sehr wenig über Gutenberg. Wir haben ganz wenig Quellen über ihn vor der Erfindung des Buchdrucks. Er taucht in Steuerlisten auf, er führt in Straßburg einen Prozess. Was er gelernt hat, wo er gelernt hat, ist vollkommen unbekannt. Eine Lehre als Patrizier, möglich, wenn dann so etwas wie Goldschmiedehandwerk oder sowas. Und er nimmt in Straßburg auch einen Lehrling auf, dem er die Kunst beibringen will, Steine zu polieren, was eben auf Goldschmiedehandwerk hinweist. Ob er es als Lehrling gelernt hat, ob er sich sonst wie angeeignet hat, das ist vollkommen unbekannt. Da wissen wir sehr, sehr wenig. Was er gemacht hat, war tatsächlich so eine Art technischer Berater. Er wird hinzugezogen bei technischen Problemen. Und einer der Aufträge, vielleicht wird es hier noch genannt, den er in den 1440er Jahren hat, ist, kleine Spiegel für die Aachen-Pilgerfahrt herzustellen. Da wird, wenn die Heiltümer, die Reliquien gezeigt werden, fängt man quasi das Bild mit kleinen Spiegeln auf und die soll er günstig herstellen. Und das ist wohl so, dass er die aus Zinn, wie gesagt, Zinnblei unter Druck prägen möchte, geprägte Spiegel. Das ist so eine Ansicht und das würde auch mit seiner Druckerpresse eben zusammen, dass da die Gerätschaften schon für angeschafft werden, weil er in Straßburg bereits eine Presse anschafft. Das taucht eben in einem Prozess auf, dass er eine Presse und eben Blei hat und das wird eben mit diesem Spiegelauftrag in Verbindung gebracht.
In seiner Werkstatt schlummert jedoch ein Projekt, das er streng geheim hält. Eines Tages wollen Besucher dort eine Art Maschine gesehen haben. Ein mobiles Gerät aus Metall, das mit einer Presse kombiniert ist. Also ich weiß nicht, welche Zeugen das sind, die das so haben. Also es wird von einer Presse in diesem Prozess gesprochen und sein Projekt wird auch schon angeteasert quasi. Er spricht von Aventüre und Kunst, also Kunst möglicherweise eben Handwerk gemeint. Er spricht von einem zukünftigen Projekt, das ist zumindest im Prozess ist davon die Rede. Wie gesagt, dass die Besucher eine Presse nicht erkennen, würde ich nicht verstehen und es ist ausdrücklich von einer Presse die Rede. Der bewegliche Teil, also ein Schlitten, spannend, aber ich wüsste nicht, welche Quellen, die da jetzt haben von irgendwelchen Besuchern, die das gesehen haben wollen. Möglicherweise ist es eine Deutung der Prozessakten, die ich so nicht kenne. Der Erfinder hüllt sich in Schweigen. Niemand soll ihm seine Ideen stehlen. Doch Gutenberg kann das Projekt nicht allein verwirklichen. Er braucht Unterstützung und vor allem viel Geld. Also muss er. Also das mit diesem Stehlen, das halte ich auch für eine moderne Deutung. Ich weiß nicht, ob er sich überhaupt so als Erfinder im Sinne von einer initialen Erfindung gesehen hat. Und was gerade dem Narrativ auch ein bisschen schräg ist, wir haben auch vor Gutenberg Druck. Es werden Holzschnitte gedruckt, es werden Kupferstiche gedruckt, es werden sogar bereits Bücher gedruckt. Allerdings nicht im Verfahren mit beweglichen Lettern, sondern als Blockdruck, das heißt Schrift. Und die Schrift wird in einen großen Block geschnitten, der dann unveränderlich ist und der wird gedruckt. Also die Leute, ist nicht so, oh, Druck, eine vollkommen neue Erfindung. Es gab schon Druck, wahrscheinlich auch schon mit Pressen. Allerdings nicht mit diesem Schlitten für die Seiten, die reingefahren werden und so etwas. Das braucht man dann für die beweglichen Lettern. Aber den Leuten ist Druck nicht vollkommen unbekannt. Das Risiko eingehen und einen Investoren einweihen. Er wendet sich an einen seiner Teilhaber, Andreas Dritzehn. Der investiert eine beträchtliche Summe, stirbt jedoch, ehe das Werk vollendet ist. Die Brüder. Übrigens, dieser Andreas Dritzehn ist dieser Lehrling, den er aufgenommen hat. Also offenbar ist es nicht mehr sein Lehrling, sondern jetzt bereits sein Teilhaber oder zumindest Geschäftspartner. Des Verstorbenen wollen sich die kostbare Maschine unter den Nagel reißen und bringen Gutenberg vor Gericht. Nee, die wollen sich nicht die Maschine unter den Nagel reißen, die wollen den Geschäftsanteil ihres Bruders haben. Auf dem bestehen sie. Die sagen, das haben wir geerbt, wir wollen jetzt deine Teilhaber sein. Das ist der Hintergrund dieses Prozesses. Der Erfinder kehrt 1448 nach Mainz zurück. Dort arbeitet er weiter an seiner Idee. Allerdings fehlen ihm noch ganz entscheidende Faktoren. Gutenberg ist zwar ein exzellenter Ingenieur, doch er braucht kompetente Fachleute. Und außerdem kostet das Material ein Vermögen. Papier ist damals ein kostbares und seltenes Gut. Gutenberg braucht frisches Geld. Also Papier ist vor allen Dingen in den Mengen, die er braucht, ein kostbares Gut. Papier ist seit zu Gutenbergs Zeiten, seit etwas mehr als 50 Jahren, in Deutschland hergestellt worden. Die erste Papiermühle wird Ende des 14. Jahrhunderts in Nürnberg eröffnet und vorher war es ein Importstoff, jetzt wird es im deutschsprachigen Raum hergestellt und die Papiermühlen verbreiten sich auch. Die Nachfrage ist da. Holzschnitte, Kupferstiche werden gedruckt, man braucht es. Aber man braucht sehr, sehr große Mengen für dieses Vorhaben. Wo habe ich es? Also. Das hier ist ein Nachdruck einer Gutenberg-Bibel. Und zwar ein kleinformatiger, aber die Dicke kann man sehen. Und hier habe ich nur den ersten Band eines großformatigeren Nachdrucks einer Gutenberg-Bibel. Und davon wollte er nicht nur eine drucken. Also er braucht eine große Menge Papier und das ist dann tatsächlich etwas, was wirklich ins Geld geht. Also da muss er investieren, auch das Metall für seine Lettern muss rangeschafft werden, die Arbeitszeit. Also das ist der Punkt, er hat etwas Großes vor, er arbeitet nicht in einem kleinen Maßstab, er will nicht 10 Bibeln drucken, er will mehrere 100 Bibeln drucken
Und das ist genau der Punkt, dafür braucht er Material. Übrigens, er versucht am Anfang auch noch auf Pergament zu drucken. Es gibt auch Drucke von Gutenberg auf Pergament. Das ist so wirklich der Punkt, was da ist er noch am Austurieren, was geht besser. Es funktioniert beides, aber letztlich entscheidet er sich für Papier. Und für diesen Druck muss er zum Beispiel auch so Sachen wie die Druckerschwärze erstmal entwickeln. Die gibt es in der Form. Also es wurde vorher schon gedruckt, aber das, was er braucht für seine Bedürfnisse, genau für diesen Druck, das muss er im Prinzip alles von Grund auf entwickeln. Auch das Setzgerät später, das sind alles Dinge. Also er hat eine unfassbar umfassende Erfindung gemacht. Nicht nur die Druckerpressen, auch noch alles, was drumherum ist. Gusswerkzeug und so, da hat er ganz viel Innovation reingebracht. Also wagt er es, eine zweite Person einzuweihen. Johann Fust. Der Geschäftsmann glaubt an das Projekt. Er beschließt, Gutenberg finanziell zu fördern, und der macht sich sofort an die Arbeit. Er will die erste Druckerpresse mit beweglichen Lettern bauen. Auch das Modell, das hier immer wieder gezeigt wird, das ist eine viel spätere Druckerpresse. Wir haben keinerlei Vorstellung davon, wie genau die Druckerpresse von Gutenberg ausgesehen hat. Wir können es nur in späteren Modellen orientieren, aber wahrscheinlich sah Gutenbergs Druckerpresse sehr, sehr ähnlich aus. Die war schon sehr fortgeschrittlich, also da passiert auch in den nächsten Jahrhunderten an der Druckerpresse gar nicht mehr viel. Es gibt Detailveränderungen, aber das nächste große, was kommt, ist der Wiegedruck, bei dem eben Druckvorlage einmal über das Papier rollt, quasi der Vorgänger von modernen maschinellen Drucken. Aber diese Druckerpresse bleibt im Prinzip über 2-3 Jahrhunderte fast unverändert in ihrer Grundkonstruktion. Also auch da wieder eine ganz perfekte Erfindung. Aber wie gesagt, das Modell, das sind so Druckerpressen um 1500. Da wissen wir, wie die aussahen. Da gibt es dann die ersten Quellen. Wir sind an einem Divergenzpunkt angekommen. Ein Divergenzpunkt stellt ein entscheidendes Ereignis dar. Eine Weggabelung, an der unsere Geschichte die eine Richtung einschlagen kann oder die andere. Allein ist Gutenberg machtlos. Die Kooperation mit Johann Fust gibt ihm die finanzielle Sicherheit, sich ganz seinem Projekt widmen zu können. Ohne Hilfe hätte es ihm permanent an Material und Know-how gemangelt. Know-how weiß ich nicht, aber halt an Geld. Vor allen Dingen an Geld. Gutenberg hätte seinen Traum wohl nie verwirklichen können. Irgendwann hätte ein anderer den Buchdruck erfunden, aber vielleicht erst viele Jahre später. Und Gutenberg selbst wäre wie viele andere... Also, der Gutenberg... Der Buchdruck, der ist erfunden worden. Ich sag, es gibt Blockbücher, sogar mit Illustrationen. Also... Ja, ohne Gutenberg wäre der zu diesem Zeitpunkt der Buchdruck nicht erfunden worden und auch mit beweglichen Lettern. Ist eine Frage, wann es passiert wäre, aber er erfindet eben nicht den Buchdruck. Aber ja, ich weiß, worauf wir hinaus wollen. Natürlich ist Gutenberg ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch die Auswirkungen dieses Buchdrucks sind ganz enorm. Mal schauen, was dazu noch gesagt wird. Erfinder pleite gewesen. Die Situation ist vergleichbar mit einem Fall aus der heutigen Zeit, dem von Larry Page und Sergey Brin. Die beiden amerikanischen Studenten wollten eine neue und bessere Suchmaschine für das Internet entwickeln. Nachdem ihre eigenen Geldreserven ausgeschöpft sind, finden sie einen finanzkräftigen Geschäftspartner. Einige Jahre später entsteht daraus Google. Inzwischen gibt es aber eine neue Art der Finanzierung, das kollektive Crowdfunding. Jeder kann heutzutage alle möglichen Projekte unterstützen. Allerdings gibt es eine Bedingung. Als Gründer mit einer neuen Idee muss man all seine Karten auf den Tisch legen. Hier das jetzt mit Crowdfunding da reinzuschieben, ist ein bisschen schräg. Fust als Risikokapitalgeber zu sehen, ja, aber da gibt es ja auch dann noch einen Prozess gegen Gutenberg, da will ich nicht vorgreifen, aber das zeigt eben, dass er erstmal kein Risikokapitalgeber ist. Aber in der Zeit sind Beteiligungen ganz üblich. Also auch nicht nur in dem Bereich, sondern auch im Bereich des Außenhandels, des Fernhandels. Wenn man zum Beispiel vorhat, Gewürze zu kaufen im
arabischen Raum, Levante, Konstantinopel und da ein großes Schiff ausrüstet. So den Weg um Afrika, da sind wir gerade noch nicht, ist am Kommen. Dann holt man sich Geldgeber. Für große Handelsunternehmen holt man sich Geldgeber, die investieren. Das ist schon sehr, sehr üblich. Also auch reiche Leute, gerade Patrizier, investieren ihr Geld in Handelszüge. Die Zinsen, die daraus gezogen werden, sind sehr hoch. Also 10% sind da gar nicht unüblich, teilweise auch durchaus mehr, je gefährlicher das Ganze ist, umso größer ist der Anteil und solche Investitionen sind ganz, ganz üblich. Also auch das Fuß als Kaufmann in so etwas investiert, ist nicht ungewöhnlich. Ist im Prinzip Teil des damaligen Wirtschaftssystems, Investitionen in Handelsunternehmen und andere, auch große Handelsunternehmen. Wenn da wirklich im großen Stil Gewürze angekauft werden, sind immer Handelsgesellschaften. Es werden Handelsgesellschaften gegründet von mehreren Beteiligten, auch um das Risiko zu streuen, Beteiligung an mehreren Gesellschaften. Da ist die Hoffnung größer, dass eine dieser Unternehmungen am Ende erfolgreich und sehr viel Geld abwirft, um eben andere Verluste auszugleichen. Letztlich auch tatsächlich so wie heutige Investitionen. Aber gerade Crowdfunding passt da wenig rein. Zuerst moduliert Gutenberg für seine Erfindung einen Metallbuchstaben in der Form der damaligen Schrift. Ist der ausgehärtet, wird daraus ein robuster Stempel. Also Gutenberg ändert die Schrift auch durchaus. Er muss ja die Schrift modifizieren durchaus, damit sie zu seinen Anforderungen passt. Und in der Folge der Erfindung des Buchdrucks gibt es eine Unzahl weiterer Schriftarten, die allesamt für den Buchdruck tauglich sind. Schwabacher ist da zum Beispiel ein ganz prominentes Beispiel, eine Schrift, die für den Buchdruck hergestellt wurde. Also ist nicht ganz so, dass er da nur die Schrift übernimmt. Verändert letztlich auch die Schrift. Den schlägt man in Kupfer ein und erhält so eine vertiefte Form. In diese Negativform gießt man eine Legierung aus Blei, Zinn und Antimon. So konnten zum ersten Mal identische Buchstaben in großer Menge hergestellt werden. Im nächsten Schritt entsteht dann die Seite. Die Buchstaben werden einer nach dem anderen, Wort für Wort, Satz für Satz, Zeile für Zeile gesetzt. Die Abstände werden genau berechnet, damit jede Zeile an exakt der gleichen Stelle endet. Dann wird alles fixiert und die Lettern mit schwarzer, ölhaltiger Tinte bestrichen, die weder zu dünn noch zu dickflüssig sein darf. Schließlich legt man einen weißen, befeuchteten Bogen Papier auf die Buchstaben und unter eine Presse. Nun braucht man nur noch den Hebel betätigen. Eigentlich ganz einfach, aber darauf muss man erstmal kommen. Binnen weniger Stunden bewältigen zwei Drucker ein Arbeitspensum, für das ein herkömmlicher Skriptor mehrere Wochen brauchte. Eine Revolution. Dabei hat Gutenberg im Grunde gar nichts Neues erfunden. Die Presse stammt aus dem Weinanbau. Und in Asien gab es bereits Metalllegierungen und Formen in der Goldschmiedekunst sowie bewegliche Buchstaben. Das gegossene, das gab es auch hier, also nicht nur in Asien, auch in Europa wurde zu dem Zeitpunkt schon ausgiebig gegossen. Schmuck zum Beispiel wird teilweise gegossen, ganz diverse Dinge, also auch Dinge des täglichen Bedarfs, Töpfe, Krapen, Kannengießer ist bis heute ein Begriff. In Zinn wird ganz viel gegossen, vom Teller über die Schale bis zur Kanne, alles möglich wird gegossen, auch in Messing wird gegossen. Also ein Mangel an Know-how, was das Thema Gießen angeht, müssen wir uns echt nicht drüber beklagen. Und auch Punzen gibt es bereits, also zum Einschlagen sowohl, also bekanntes Beispiel Schwertschmiedemarke und Plattnermarken, das sind Punzen, die werden ins Metall eingeschlagen. Wir haben bei Verzierung haben wir Punzen, Leder wird mit Punzen bearbeitet, um es zu verzieren. Also das ist alles nichts, was irgendwie neu wäre und da müssen wir gar nicht nach Asien gehen. Geniale war, die verschiedenen Elemente miteinander zu kombinieren und ihre Funktion auf einen anderen Bereich zu übertragen, sie zu verbessern und anzupassen. Das ist tatsächlich richtig. Also Gutenberg hat sehr, sehr wenig initial erfunden, aber er hat ganz viele Dinge zusammengebracht. Das ist die große Leistung.
Es war der Anfang der wichtigsten Technik des Jahrtausends, der Massenbuchdruck. Gutenberg hat nicht nur den kompletten Herstellungsprozess entwickelt, sondern auch ein ökonomisches Ziel vor Augen. Bücher schneller, in großen Mengen und damit vor allem günstiger herzustellen. Gutenberg. Da bin ich so ein bisschen immer gespalten, denn die ersten Bücher, die Gutenberg druckt, eben die Bibel, da will er noch nicht wirklich das Massenbuch rausbringen. Er möchte sehr, sehr teure Bücher, handgeschriebene und handbemalte Bücher auf Pergament, im Prinzip den Stil kopieren, die Optik kopieren und möchte sie rausbringen zu einem günstigen Preis. Aber reden wir jetzt von einem Buch im Wert eines Sportwagens zum Preis eines Mittelklassewagens. Also er will nicht billige Flugschriften. Seine Bibeln sind immer noch sehr, sehr teuer. Also 100 Gulden und mehr. Also auf heutige Werte übertragen, sie wäre immer noch weit im sechsstelligen Bereich für eine Bibel. Auch wenn Gutenberg sie druckt. Muss man immer einschränken. Und das merkt man seinen Werken auch an. Sie sind immer noch, sie werden auch die Bibeln, die er druckt, werden auch immer noch von Buchmalern ausgemalt und so etwas. Sie werden immer noch verziert, sie werden immer noch sehr prächtig gemacht. Gutenberg selbst kommt dann später mit anderen Schriften. Er druckt schon den ersten Kalender, er druckt den Türkenbrief, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, oder Türkenkalender. Im Prinzip eine Propaganda gegen die Türken, die gerade Konstantinopel erobern oder sich anschicken, ist zu tun. Und das ist eine günstige Schrift. Die ist ohne Verzierungen, die ist nicht sehr, sehr dick, sie ist einfach gedruckt. Als Verzierung gibt es nur mit roter Tinte ausgeführte Rubrizierung, also Unterstreichungen von gewissen Teilen. Das ist alles. Und da sieht man wirklich, in diesem Moment entsteht der moderne Druck. Das ist aber nicht Gutenbergs Initialidee. Die Initialidee bei der Bibel ist tatsächlich etwas sehr, sehr, sehr Teures, nur noch teuer anzubieten. Die nächsten Schritte kommen dann allerdings von alleine. Gutenberg war ein Visionär. 1454 wird seine Vision Wirklichkeit. Nach 21 Monaten Produktionszeit verlässt ein Meisterwerk die Werkstatt Fuß Gutenberg. Die sogenannte Gutenberg-Bibel ist das erste gedruckte Buch der Geschichte. Das erste mit beweglichen Lettern gedruckte Buch der Geschichte. Obacht, da sind wir jetzt auch gerade wieder im asiatischen Raum, da wurde schon eine Menge gedruckt, allerdings eben nicht mit beweglichen Lettern. Für die 180 Exemplare waren 232.000 Drucke nötig. Das ebenmäßige Druckbild beeindruckt bis heute. Beeindruckt übrigens auch Zeitgenossen, also zum Beispiel der spätere Papst Pius II. Sieht einen der Drucke in Frankfurt am Main in den 1450er Jahren und ist sehr beeindruckt davon, von der Qualität dieses Druckes. Also das wurde tatsächlich auch wahrgenommen. Eine Erfindung ist ein langwieriger Prozess, der sich auf Erkenntnisse und Entwicklungen anderer Menschen stützt. Die Arbeit erfordert einen langen Atem. Niederlagen und Rückschläge erschüttern die Motivation und säen Zweifel. Wer dennoch nicht aufgibt, erhält irgendwann die ersten, oft vagen und verbesserungswürdigen, aber positiven Ergebnisse. Die Methode muss so lange überarbeitet und perfektioniert werden, bis sie sich vielleicht zur Kommerzialisierung eignet. Oft weiß man erst an diesem Punkt, ob die Ausgangsidee gut war und sich die Mühe gelohnt hat. Alles beginnt mit einer Idee, einer Eingebung, einer Vision. Gutenberg ging es um mehr als eine Maschine. Er sah ein globales Konzept, das die Demokratisierung des Lesens ermöglichte. Es wird ihm aber sehr, sehr viel untergeschoben. Also ob er das alles als Vision hatte bei seinem Vorhaben. Das ist jetzt schon sehr, sehr spekulativ. Dem würde ich mich so auch nicht anschließen. Er wird ja gerade so zum Vordenker der Demokratisierung und so. Nee. Also der ist Mainzer Patrizier, der hat da ganz andere Vorstellungen. Ich glaube tatsächlich, es geht ihm. Er sieht sicherlich die Nachfrage nach Büchern, die ist schon sehr, sehr früh sehr groß. Also Gutenberg ist jetzt nicht so, dass er diese Nachfrage anschubst. Die beginnt tatsächlich so im späten 14., frühen 15. Jahrhundert, beginnt die Nachfrage nach Büchern immer größer zu werden. Es werden auch neue Texte entdeckt, zum Beispiel karolingische Abschriften griechischer Bücher auf Griechisch.
die will man haben. Da ist ganz viel Nachfrage, auch generell der Buchmarkt. Schon vor Gutenberg gibt es Werkstätten, die handgeschriebene Bücher in großer Stückzahl auflegen, also vergleichsweise großer Stückzahl. Tibor Lauber ist da zum Beispiel ein Name, der Bücher verkauft und im Buch dann auch schon gleich darauf verweist, welche weiteren Bücher er anbieten kann, auch mit dem Zusatz, dass sie mit Bildern geschmückt seien, hübsch gemalt, steht dann da, sehr ganz bekanntes Teil dieser Anzeigen. Und da haben wir schon eine Werkstatt, die sich auf den Vertrieb von Büchern spezialisiert hat, allerdings noch handgeschrieben und handausgemalt, aber sehr einfach handgeschrieben, also auf Schnelligkeit, auch sehr, sehr einfache Federzeichnungen. Das Ganze soll vergleichsweise günstig sein. Es sind keine Prunkhandschriften mehr, es sind Gebrauchshandschriften. Aber das haben wir vor Gutenberg. Die Nachfrage ist bereits da. Er sieht eine Nachfrage und die will er bedienen. Ob er da jetzt die große Idee hat des globalen demokratisierten Büchermarktes, da habe ich ganz große Zweifel. Steve Jobs hat im 20. Jahrhundert nicht nur Einzelteile verbunden. Ihm schwebte eine Welt vor, in der jeder Haushalt einen Computer besitzt, der selbstverständlich zum Alltag gehört und intuitiv bedient wird. Heute verfolgt Elon Musk, der Chef von Tesla Motors und SpaceX, die Vision einer Welt des Fortschritts und der Nachhaltigkeit. Wir müssen Elon Musk reinbringen. Elon Musk hat noch nie etwas erfunden. Der hat nur investiert. Zum richtigen Zeitpunkt, aber... Oh. Unsere Welt braucht Visionäre. 180 Exemplare wurden gedruckt. Die Gutenberg-Bibel ist ein bedeutender technischer und handwerklicher Erfolg. Der unwiderlegbare Beweis einer genialen Erfindung. Finanziell sieht es allerdings anders aus. Der Geschäftsmann Fust hat gewaltige Summen in das Projekt gesteckt. Er erwartet, dass sich seine Investition rentiert. Doch die langwierigen Versuche vor dem Durchbruch haben Unsummen verschlungen, die der spätere Verkauf der Bibel nicht ausgleichen kann. Das bis dahin fruchtbare Verhältnis zwischen den beiden Männern verschlechtert sich rapide. Sie beginnen einander zu misstrauen. Also über das Verhältnis wissen wir gar nicht so viel, da fehlen einfach wieder die Quellen. Was wir wissen, es gab eben einen Prozess. Den können wir belegen, wie das ansonsten ist, ist die große Frage. Fusts Problem ist dabei auch, er hat selber Kredite aufgenommen. Er hat das Geld nicht auf der hohen Kante liegen gehabt. Er hat selbst einen sehr hohen Kredit, ich glaube 1500 Gulden aufnehmen müssen. Als Vergleich das Haus, das die Dürers in Nürnberg gekauft haben. Wer das Dürerhaus in Nürnberg kennt, vierstöckiges Gebäude, zwei Stockwerke Stein, richtig großes Ding, hat, ich glaube, 600 Gulden gekostet. Und er nimmt 1500 Gulden, das zweieinhalbfache auf. Er hat selber Probleme mit dem Geld und die Frage in diesem Prozess ist jetzt, war das ein Kredit an Gutenberg oder war es eine Geschäftsbeteiligung? Also das ist eigentlich eine sehr moderne Frage. Muss er das Geld zurückzahlen oder war das in das Geschäft investiert und Fust muss das Risiko genauso tragen wie Gutenberg? Wir wissen tatsächlich nicht, wie deren Verhältnis ansonsten war. Das ist alles sehr, sehr vage. Wurde im 19. Jahrhundert dann groß aufgebauscht, dass im Prinzip der anständige Handwerker Gutenberg vom Kapitalisten Fust irgendwie ausgenommen wurde und ruiniert wurde und Fust ist dann der Böse in der Geschichte. Was da genau passiert ist, wissen wir aus den Quellen tatsächlich so gut wie gar nicht. Schließlich geht Fust vor Gericht. Er erklärt, seine Investition sei nur ein Darlehen gewesen und verlangt die Rückzahlung samt Zinsen. Gutenberg verliert den Prozess. Zwar gelingt es ihm, den finanziellen Ruin abzuwenden, doch er büßt einen Teil seiner Werkstatt und seines Materials ein. Aber vor allem wird sein einstiger Partner sein größter Konkurrent. Fust hat das Abenteuer Buchdruck nicht abgeschreckt. Im Gegenteil, er weiß, wie revolutionär und vielversprechend die neue Technik ist und schließt sich mit einem ehemaligen Lehrling Gutenbergs zusammen. Dem talentierten Peter Schöffer. Ein harter Schlag. Doch guten. In dieser Geschichte, gerade aus dem 19. Jahrhundert, ist Schöffer dann wirklich der Bösewicht, der Verräter an seinem Meister, der ihn hintergeht. Gutenberg lässt sich nicht beirren. Wird der Buchdruck erst populär, gibt es genügend Arbeit für beide Werkstätten. Und er behielt recht. Der Buchdruck verbreitet sich in Windeseile und erobert ganz Europa.
Allein im 15. Jahrhundert kommen 15 Millionen Exemplare aus der Presse. Im darauffolgenden sind es schon 100 Millionen. Also, erstmal, Schöffer ist selbst durchaus ein sehr guter Drucker, der auch sehr viele neue Ideen reinbringt, zum Beispiel Bilder in Bücher. Das ist so Schöffers Werk mit. Und der Buchdruck explodiert förmlich. Also nicht nur zwei Druckerpressen. In den nächsten 50 Jahren, im 15. Jahrhundert, tauchen überall Druckerpressen auf. Gerade im deutschsprachigen Bereich wahnsinnig schnell, aber auch ins Ausland gehen sie sehr, sehr fix. Frankreich, Flandern, Italien. Druckerpressen schießen überall wie Pilze aus dem Boden. Es wird überall gedruckt. Ulm ist da ein ganz wichtiges Zentrum. Zum Beispiel in Nürnberg wird gedruckt. In Nürnberg mit Koberger wird wirklich eine Großdruckerei kommen. Da kommt das Verlagswesen. Dann ist der Drucker oder der Verleger nicht mehr selber druckt, sondern verschiedene Werkstätten für sich arbeiten lässt und die Künstler miteinander vernetzt. Also da passieren viele, viele Dinge, die für unsere Zeit ganz entscheidend sind. Habe ich aber auch schon mal einen Film zu gemacht. Kann man sich mal anschauen. Werde ich noch verlinken. Also das ist ein Prozess, der wahnsinnig schnell ist und die Zahl der Bücher, also man kann so ganz grob sagen, dass in den 50 Jahren nach Gutenberg so viele Bücher entstehen wie im gesamten Mittelalter vor Gutenberg zusammen. Dieser Übergang von, wir haben jetzt wieder einen Übergang von einem Medium aufs andere, also vom Pergamentbuch gehen wir jetzt aufs gedruckte Papierbuch und das ist wieder so, und das hatten wir vorhin schon mal mit der Antike, wo es vom Papyrus aufs Pergament geht. Zum einen gibt es wieder eine Auswahl der Werke, die weitergedruckt werden, aber es entstehen auch wahnsinnig viele neue Werke, denn jetzt als Autor redet man nicht mehr von ein paar Dutzend Büchern, man redet von hunderten Büchern und da schießen die Buchprojekte quasi aus dem Boden. Ganz, ganz viel wird da gedruckt und Reformation wird ja ganz viel mit in Verbindung gebracht. Religiöse Themen sind natürlich sehr, sehr wichtig, aber vor allen Dingen sind es erstmal katholische Themen. Es hat mit der Reformation noch nichts zu tun. Es entstehen ganz viele Dinge, die den Volksglauben unterstützen sollen. Da wird ganz, ganz, ganz viel gedruckt. Aber auch Abenteuerromane, die ersten Groschenromane erscheinen. Es gibt eine unfassbare Bandbreite an Dingen, die plötzlich gedruckt werden, die man vorher gar nicht gedruckt hätte. Auch wenn das erste gedruckte Buch die Bibel war, ist die neue Technik für alle interessant, auch für die Kritiker der katholischen Kirche. 1517 veröffentlicht Martin Luther seine 95 Thesen und prangert darin die Missstände an. Er ist nicht der Erste, der sich mit der Lehre des Heiligen Stuhls anlegt, aber der Erste, der vom Buchdruck profitiert. Von seinen Schriften werden über 300.000 Exemplare gedruckt. Er ist auch nicht der Erste, dessen Schriften gedruckt werden. Also stimmt so nicht. Es gibt ja auch andere Reformatoren in der Zeit, Calvin, Zwingli und so weiter. Es gibt da eine ganze Blase an Reformatoren. Tatsächlich, Luther nutzt den Buchdruck sehr, sehr meisterlich. Sowohl bei seiner Bibelübersetzung als auch schon bei seinen Flugschriften, seinen ganzen Meinungsbeiträgen. Wir haben ja da einen wirklichen Diskurs über halb Europa mit Briefen und öffentlichen Schreiben und so. Und das nutzt er wirklich sehr, sehr herausragend. Und Problem der Kirche ist durchaus auch, wir reden bei Druckern von städtischen Handwerkern und die städtischen Handwerker sind sehr, sehr früh bei der Reformation dabei. Viele Städte, die in Süddeutschland, die heute katholisch sind, werden reformiert und werden erst in der Gegenreformation rekatholisiert. Also das ist tatsächlich ein Problem für die Kirche, ab dann ja katholische Kirche, dass ihnen die Drucker ausgehen, dass sie Schwierigkeiten haben, Drucker zu finden, die ihre Gegenschriften veröffentlichen. Denn da gibt es auch eine ganze Menge. Ein Großteil der Drucker sind Protestanten und dementsprechend wird da natürlich extrem viel gedruckt. Also ja, Luther nutzt das meisterlich, aber dieser direkte Zusammenhang, ich meine, da liegen gerade mal fast 70 Jahre dazwischen, über 60, ist mir so ein bisschen, warum hier die Reformation so extrem betont wird, ist nicht so, dass die Kirche, also ist ja auch so ein Vorstellung, die Leute haben, immer wieder, der Buchdruck wird erfunden, die Kirche verbietet das, die Kirche findet das total doof. Nee, tut sie nicht. Die Kirche, Entschuldigung, der Buchdruck wird für die Kirche erfunden, denn diese Gutenberg-Bibeln, die kaufen sich keine Privatleute. Die sind für Kirchen da. Die sind für Geistliche. Also das ist, das der Kundenkreis, den Gutenberg anvisiert, sind Geistliche und damit die katholische Kirche. Die nutzt das ganz genauso. Seine Ansichten verbreiten sich in ganz Europa wie ein Lauffeuer. Es ist der Ursprung der Reformation und des Protestantismus und wird ganz Europa von Grund auf verändern. Ja, hurra, Glaubenskriege.
Es klingt jetzt auch so, ja, die Reformation, die macht alles besser. Erstmal ist die Reformation eine sehr, im Wortsinn, fundamentalistische Bewegung. Also so zurück zum Glauben, sola scriptura, ja, also nur was in der Bibel steht, das ist Fundamentalismus im Wortsinn. Also heute irgendwelche Salafisten als radikale Muslime machen genau dasselbe, die Ziele sind genau dasselbe, zurück zum ursprünglichen Glauben. Und sicherlich der Protestantismus auf lange Sicht ändert sehr viel in Europa. Aber mittelfristig macht das erstmal nicht besser. Wir steuern da, also wenn wir wieder so einen Sprung machen wie eben, sind wir nicht mehr weit vom 30-jährigen Krieg entfernt, der letztlich ein Glaubenskrieg war. Und auch so Dinge wie eben die Gegenreformation. Wir reden jetzt genau davon, dass wir in Umstände taumeln, die dann eben auch Aberglauben raufbringen, Hexenverfolgung, Gegenreformation, Ketzerverfolgung, all das Negative. Entschuldigung, da fangen die Scheiterhaufen an zu flackern. Ist tatsächlich so. Ich möchte jetzt nicht den Protestantismus verurteilen. Er ist natürlich eine historische Entwicklung. Ich versuche das möglichst neutral zu sehen. Aber ich kann auch nicht, mich auch nicht dieser Sicht, die hier so unterschwellig gezeigt wird, anschließen, dass jetzt irgendwas was Großartiges für Europa entsteht. Der Buchdruck, ja. Protestantismus, Reformation, bin ich jetzt ein bisschen verloren. Die Demokratisierung von Wissen. Der Massendruck macht Bücher deutlich günstiger. Das Wissen verlässt die großen Bibliotheken, Universitäten. Günstiger, aber nicht billig. Ganz wichtig. Universitäten, Skriptorien und verbreitet sich durch Büchereien und Handel. Büchereien? Ihr meint jetzt nicht öffentliche Büchereien, ihr meint Privatbibliotheken, hoffe ich. Das ist durchaus richtig. Also der Privatbesitz von Büchern wird deutlich mehr. Hartmann Schädel in Nürnberg, ein Gelehrter, der eben auch mit besagten Kurberger zusammenarbeitet, der hat 200 Bücher besessen. Enorme Menge. Das hatten früher einige Klöster kaum. Und jetzt entstehen auch diese riesigen Bibliotheken, die wir kennen, wenn wir so Bibliothek St. Gallen denken oder sowas, was wir da heute sehen oder die ganzen großen Bibliotheken, da ist ein Großteil natürlich gedruckte Bücher, die wir heute sehen. Die Bibliotheken mit handgeschriebenen Büchern waren deutlich kleiner. Trotzdem, dieses Wissen, Demokratisierung ist, wir reden immer noch von der Oberschicht. Immer noch die gehobenen, ja, wenn wir großzügig sind, 10%, die sich jetzt Bücher leisten können. Bei den normalen Leuten kommen keine Bücher an. Was da ankommt, sind Flugschriften. Und vor allem Bilder. Das wird hier völlig außen vor gelassen. Für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Bilder werden produziert und kommen zu den Leuten. Auch durchaus im Sinne von Karikaturen und so etwas. Aber Flugschriften, das ist das, was bei den Leuten ankommt. Und was natürlich einen extremen Einfluss hat. Aber die Bücher, die haben einen viel größeren Verbreitungsgrad als früher, aber immer noch nicht in der Masse. Ja. Andererseits, es gibt so eine Art Demokratisierung des Wissens in dem Sinn, es gibt so ein Grundlagenwissen, das man jetzt voraussetzen kann. Also da Bücher gedruckt werden und erhältlich sind, kann man von einem Gelehrten ausgehen. Dieser Gelehrte, nehmen wir die Coburger Bibel, die Schädelsche Weltchronik, Riesending, ganz großes Projekt, Ende des 15. Jahrhunderts, einflussreichste und auch wagemutigste Buchprojekt der ganzen Zeit. Und man kann bei einem Gelehrten im 16. Jahrhundert ausgehen, das, was da drin steht, das kennt er. Das ist so Grundlage seines Wissens. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man so einen Bildungshintergrund hat. Und das kommt mit späteren Werken immer mehr. Also auch die deutsche Übersetzung der Bibel, auch jeder katholische Priester hat bestimmt irgendwann diese deutsche Übersetzung gelesen, wenn das Deutsch schon mächtig ist, und weiß, was wieder formuliert wurde. Auch da verbreitet sich ein Grundwissen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die erste Nutznießerin ist die Kirche, die auf diese Weise Gottes Wort weiterverbreiten kann. Wohin? Also, 50 Jahre nach Gutenberg haben wir keine so wahnsinnig große Mission. Das beginnt dann im 16. Jahrhundert, sobald im Prinzip außereuropäisch kolonisiert wird, dann ist natürlich die Verbreitung der Heiligen Schrift ganz wichtig, dann sind gedruckten Bibeln im Handgepäck natürlich auch dabei. Aber erstmal, ja, die Kirche benutzt den Buchdruck, oder zumindest nicht die Kirche als Gesamtkonstruktion, sondern
Geistliche nutzen den Buchdruck vor allen Dingen, um ihre Werke zu bringen. Dann gibt es eben so Dinge wie den Schatzbehalter, den Edelstein, das sind so Bücher, die sich an Volksglauben richten. Noch nicht, da darf man nicht an den Bauern auf dem Feld denken, sondern an die gebildeteren Schichten in der Stadt, aber die sollen erreicht werden. Und da gibt es natürlich, da wird, sagen wir, innere Mission innerhalb des Christentums werden Ideen weitergebracht. Aber da steckt auch nicht nur so halb die Kirche als Gesamt, als Machtstruktur dahinter. Das sind eben eher einzelne Geistliche. Es ermöglicht aber auch vielen Menschen, Bücher zu lesen, zu denen sie vorher keinen Zugang hatten. Kritische Stimmen werden wach und Protestbewegungen sind nicht mehr auf die Region beschränkt, sondern können räumliche Grenzen überschreiten. War sie auch vorher nicht. Also wir haben auch vorher in der Geschichte der Kirche haben wir immer wieder Reformbewegungen, erfolgreiche, weniger erfolgreiche, ketzerische, welche aufgenommen wurden. Also wir haben immer wieder Reformorden unter den Klöstern. Franziskus ist da, die Franziskaner sind ein sehr schönes Beispiel, ist eine Reformbewegung gewesen, die dann eben inkorporiert wurde, die aufgenommen wurde. Die Katharer Waldenser sind dagegen eine Bewegung, die wurde als ketzerisch verurteilt und wurde verfolgt. Aber wenn man sich anschaut, wie deren Ideen sich in Europa verbreitet haben, ohne den Buchdruck, es geht auch ohne. Also gerade kritische Stimmen gab es schon vorher und sie haben sich auch schon vorher verbreitet. Also das ist jetzt, da sind wir schon wieder sehr, sehr in diesem Narrativ der Reformation. Ich weiß nicht, warum das so krass hier rausgestellt wird. Ohne den Buchdruck wäre der Protestantismus vermutlich nie so stark geworden. Wie gesagt, nicht so stark, aber ein ganz großer Motor hinter der Reformation waren eben die Fürsten, die darin auch eine Chance gesehen haben. Denn in protestantischen Gebieten war der jeweilige Landesherr der Kirchenvorsteher. Die Kirche war unterstand ihm. Und das ist großartig. Ja, ich habe da keinen fremden Machtfaktor, der vor allen Dingen eine ganze Menge Geld abzapft, sondern das ist alles meins. Die Priester unterstehen mir und ich habe da eine gewisse Kontrolle drüber. Und gerade diese Fürsten im 16. Jahrhundert schaffen es, ihre Macht zu steigern. Das fängt im 15. Jahrhundert schon an. Der Rittertum sinkt herab, verliert an weltlicher Macht quasi. Die Landesherren, die auch ein sehr zersplittertes Gebiet haben, schaffen diese Gebiete wieder zu konsolidieren, schaffen es wieder, da eine gewisse Struktur reinzubringen und sich als Fürsten eben zu etablieren. Und diese neue Machtposition der Territorialadligen, da kommt der Protestantismus, die Reformation genau richtig, richtige Zeit, richtiger Ort und bekommt jede Menge Unterstützung in vielen Gebieten. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Motor des Ganzen. Also gerade die Unterstützung, Luther hat da ganz, ganz viel Anschub bekommen. Also auch da die Idee, Luther, der kleine Mönch, der dann in seiner Kammer sitzt, der war in der Hierarchie seines Ordens, der Augustiner Chorherrn, schon sehr, sehr, sehr weit oben. Also der hat er keine sehr hohe Fallhöhe gehabt und er kriegt wahnsinnig viel Unterstützung. Natürlich, der Buchdruck ist für die Reformation sehr, sehr wichtig, aber es wird ja quasi zu einem Thema verbunden. Und das sehe ich tatsächlich kritisch. Es ist nicht ein Thema. Das Internet erfüllt heute eine ähnliche Rolle. Neue Ideen umrunden in Lichtgeschwindigkeit den Globus und werden millionenfach reproduziert. Unsere Welt hat sich rasant verändert. Der Wind der Erneuerung und des Wissens, der im 15. Jahrhundert entstand, wird heute umso kräftiger und scheint nicht abzuflauen. Das ist eine sehr, sehr positive Idee. Wenn ich so manchmal ins Internet gucke, klar, ich möchte aufs Internet nicht verzichten. Hallo, ich rede gerade über das Internet mit euch. Aber wenn ich mir teilweise Kommentarspalten angucke, ui, 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 ui. Millionen Bücher im 15. Jahrhundert, 100 Millionen im darauffolgenden und wohlgemerkt 15 Millionen Bücher, nicht verschiedene Bücher. Viel, viel weniger verschiedene Bücher, aber was natürlich mit dem Buchdruck extrem steigt, ist die Auflage eines einzelnen Buches. Wie gesagt, ein Autor konnte vor dem Buchdruck glücklich sein, wenn 100 Bücher existierten, die er geschrieben hat, also Abschriften und so. Ein Buch 100, ganz toll, ganz verbreitet. Jetzt haben wir
rasant steigende Zahlen. Gutenberg fängt mit 180 an, kommt dann noch ein zweites Bibelprojekt. Ende des 15. Jahrhunderts reden wir von mehreren tausend Exemplaren pro Buch. Teilweise in mehreren Auflagen. Raubkopien fangen sehr schnell an. Also die Auflagenzahl steigt enorm. Bei den 15 Millionen reden wir bei weitem nicht von verschiedenen Büchern. Trotzdem eine ganz, ganz gewaltige Zahl. 1 Milliarde im 18. Jahrhundert. Die Erfindung Gutenbergs hat alles verändert. Unser Verhältnis zur Kultur und zum Wissen, unseren kritischen Geist, unseren Platz in der Gesellschaft. Wir sind zu wissbegierigen und neugierigen Menschen geworden. Einspruch, das waren die Menschen vorher auch. Menschen sind einfach wissbegierig und neugierig. Vorher, das stimmt natürlich, der Buchdruck, diese veränderte Buchkultur hat uns extrem geprägt. Also, wir lesen Kinderbücher, so das hätte es gar nicht gegeben. Groschenromane, Zeitungen sind etwas, was erst im 16. Jahrhundert überhaupt zum ersten Mal aufkommt. Da ist natürlich ganz, ganz viel Veränderung drin, aber neugierig war der Mensch immer. Im 20. Jahrhundert gab es weitere wesentliche Erfindungen. Durch den rasanten Fortschritt in der Mikroinformatik wurde die Menschheit ins digitale Zeitalter katapultiert. Das Internet eröffnet neue Dimensionen. Die technischen Geräte und Möglichkeiten haben sich so schnell verändert und vervielfacht, dass wir jederzeit und überall miteinander kommunizieren können. Bücher sind immateriell, Bibliotheken digital. Wissen ist online abrufbar und in miteinander verknüpften Datenbanken archiviert. Ich hatte ja schon jetzt zum zweiten Mal gesagt, es gibt diese Übergänge von einem Medium aufs andere. Und genau da sind wir wieder. So wie in der Spätantike vom Papyrus aufs Pergament umgestiegen wird, zu Gutenbergs Zeiten vom Pergament auf Papier. Wir steigen jetzt auf die digitale Medien um. Aber zum einen gibt es ja immer lange Überschnitte, also Bücher werden nicht verschwinden, bin ich mir relativ sicher. Und zum anderen haben wir wieder dasselbe Problem, dass die Medien auch mit übernommen werden müssen. Klar, Papier wird digitalisiert, es wird einfach alles digitalisiert und ist dann im Internet. Aber in dieser Masse muss man es finden. Das ist ein Problem. Also auch da werden Dinge verschwinden, sie werden einfach in diesem Meer der Medien im Internet untergehen. Wenn sie nicht gefunden werden, dann werden sie halt in Vergessenheit geraten. Natürlich, irgendwo wird sich ein Bibliothekar darum kümmern und diese Dinge erhalten. Sie werden da sein, aber sie werden nicht gefunden werden. Diesmal ist es anders. Wir haben so viele Informationen. Wir werden den Effekt auch jetzt wieder haben, dass Medien verschwinden, weil sie einfach in diesem Übergang unter den Tisch fallen. Das werden wir genauso auch in diesem Übergang haben. Würde man sämtliches Wissen seit Beginn der Menschheit bis 2003 digitalisieren, wären das 5 Milliarden Gigabyte an Daten. Das klingt jetzt so wahnsinnig viel, aber wenn man sich anguckt, wie der Speicher weitergeht, also mein Rechner kann allein 4 Terabyte speichern. Das ist schon ziemlich viel, also das ist in Daten. Wir werden noch Speichermedien haben, die das abspeichern könnten. Muss man sich mal vorstellen. Trotzdem enorm viel. 2010 produzieren wir dieselbe Menge in nur 2 Tagen. Jeder Nutzer kann sich als Autor, Komponist oder Regisseur versuchen. Oder mit einem YouTube-Kanal versuchen. Also ja, ich sehe mich da gerade wieder. Jede Minute produzieren wir 350.000 Tweets, 15 Millionen SMS und 200 Millionen Mails. Unsere Gesellschaft erzeugt eine gewaltige Datenlawine. Dieser Tsunami erfordert eine Struktur. So ähnlich wie der mittelalterliche Kodex mit Seitenzahlen versehen war, helfen uns die Suchmaschinen im Internet das zu finden, was wir im digitalen Ozean suchen. Übrigens, der mittelalterliche Kodex ist üblicherweise nicht mit Seitenzahlen versehen. Das ist auch eine Folge des Buchdrucks, denn da ergeben sie viel mehr Sinn. Wenn ich ein Buch immer wieder gleich drucke, dann kann ich es mit Seitenzahlen versehen und kann dann auch ein Register einfügen, auf dem ich Dinge suchen kann. Die Schädelsche Weltchronik hat sowas zum Beispiel.
Eine mittelalterliche Handschrift, die abgeschrieben wird, die kann es nur ganz bedingt gebrauchen, denn da verändern sich allein durch den Schreiber die Seitenzahlen zum Teil. Da haben wir ganz wenige Seitenzahlen. Also es hängt so an, es gibt so in Bibeln oder so, das einfach um Dinge schneller zu finden, aber der normale mittelalterliche Kodex hat üblicherweise keine Seitenzahlen. Für einen bestimmten Begriff schlägt uns ein Algorithmus eine Auswahl von Antworten in einer ganz bestimmten Reihenfolge vor. Aber inwieweit werden diese Suchmaschinen von wirtschaftlichen oder politischen Parametern beeinflusst? In der Zeit von Fake News muss der Nutzer selbst entscheiden, was wahr und nicht wahr ist. Unser Gehirn muss sich nicht mehr alles merken, aber es muss allem misstrauen. Doch das ist eine andere Geschichte. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Inschrift auf Stein beträgt etwa 10.000 Jahre. Auf Pergament sind es rund 1.000. Auf länger. Also wir haben ja Pergamente deutlich. Also Pergament, wenn es gut, bei Pergament ist die Lagerung ganz wichtig. Wird es gut gelagert, hält es ewig nur 3 Tage. Also wir wissen nicht, wie lange es hält, weil wir ja noch nichts haben, was so lange gelagert wurde, dass es aufgibt. Feuchtigkeit ist natürlich ein großes Problem bei Pergament wie bei anderen Stoffen, aber 1000 Jahre ist schon sehr, sehr niedrig geschätzt. Auf Film 100, auf Vinyl 50. Heute speichern wir eine ständig zunehmende Informationsflut auf Datenträgern, die vermutlich keine 20 Jahre halten werden. Noch nie in der Geschichte der Menschheit haben wir so viel Wissen auf so fragilen Trägern festgehalten. Das Material ist anfällig für Schäden oder technologisch schnell überholt. Wird es in 100 Jahren noch USB-Anschlüsse geben? Werden unsere Enkel unsere Fotos im JPEG-Format anschauen können? Im Moment jedenfalls haben wir keine technische Lösung parat, mit der wir unser Wissen garantiert länger als ein paar Jahre sichern können. In speziellen Informatikmuseen sollen wie bei einer Arche Noah Exemplare jeder Computerversion verwahrt werden. Man kann auch DNA-Stränge kodieren und darauf riesige Datenmengen speichern. Allerdings ist das noch extrem teuer. Die einzige derzeitige Lösung ist, regelmäßig sämtliches Wissen auf neue Datenträger zu kopieren. Ein bisschen wie Mönche, die im Mittelalter Texte abgeschrieben haben. Es sieht ganz so aus. Also wie es halt immer passiert ist, Übergang von einem Medium aufs andere, auch zwischendrin. Wissen, das nicht kopiert wird, geht verloren. Das ist auch eine schräge Idee dahinter. Auch im Mittelalter, ein Buch das aus dem 13. Jahrhundert ist im 14. Jahrhundert 100 Jahre alt. Das steht irgendwo in der Bibliothek. Also auch damals war es wichtig, dass Bücher neu waren, dass sie erneuert wurden und weiterverwendet wurden. Es gibt natürlich Bücher, die immer wieder abgeschnitten, die Bibel immer wieder gleichförmig. Andere Bücher wurden ediert, sie wurden verändert. Man darf sich nicht vorstellen, dass der Klosterbibliothek, ach, der 500 Jahre alte Kodex aufgeschlagen, das ist das Wissen. Nein, Wissen war das, was wieder aufgeschrieben wurde. Es war auch damals ein Prozess, der dazugehört hat. Da hat sich nichts verändert. Aus, als benötigten wir dringend neue Visionäre. Also, was die Fakten angeht, sehr gut. Ich konnte Dinge ergänzen, konnte aber ganz wenig irgendwie verwerfen. Es war, ihr habt gesehen, ich habe weniger gelitten als sonst. Es waren keine groben Falschaussagen drin. Tatsächlich. Positiv. Ganz positiv. Auch in der, ich habe mir auch kurz die Doku über die Pest angeschaut. Ähnlich. Auch grundsätzlich richtig. Ich hätte auch da ganz viele Anmerkungen gehabt. Aber was die Fakten angeht, sind diese Dokumentationen aus der Reihe von Arte offensichtlich gut. Ich habe sie nicht alle gesehen, aber nicht schlecht. Die Einordnung, also diese Verknüpfung mit der Reformation, finde ich schräg. Hätte man natürlich darf man die Reformation nicht außer Acht lassen. Sie gehört in diesen Kontext dazu und Reformation ohne Buchdruck oder Buchdruck ohne Reformation zu behandeln, wäre schräg. Aber es so zu tun, es so
komplett zu verknüpfen und dann am Anfang, erinnert euch noch an den Anfang, die Action-Szene, ohne den Buchdruck den Glaubenskrieg Ende des 20. Jahrhunderts zu postulieren. Oha! Krasse Aussage. Damit fühle ich mich unwohl. Das ist so. Und vor allen Dingen, wer hat das produziert? Also, die evangelischen Bistümer, keine Ahnung, aber es ist schon irgendwie eine einseitige Sicht, die hier gerade gebracht wurde. Auch so dieser Subtext wird nie gesagt, aber es ist so, es scheint immer so. Also die Reformation ist etwas Gutes, daraus ist etwas Gutes entstanden, hat Europa weitergebracht. Ohne Buchdruck, ja, habt ihr gesehen, Krieg, Glaubenskrieg. Ganz schräges Ding. Und dann diese Animus-Szenen, also so Assassin's Creed Animus, diese Computerstimme mit ihren Divergenzpunkten und so. Auch diese ganze Divergenz-Sache, dass die Geschichte verändert, haben sie am Anfang gemacht, zwischendrin und am Ende vollkommen fallen lassen. Auch das ist schräg. Auch ich sage das selten, aber hier mal war es mir zu viel erhobener Zeigefinger. Zu viel, ich ordne die Sachen um Gutenberg in unsere moderne Sicht ein. Das ist natürlich wichtig, muss man machen, aber hier wurde sehr holzhammermäßig gemacht und auch wir brauchen neue Visionäre. Ja, wir haben die Nachfrage nach einem neuen Speichermedium und irgendwann wird dieses Speichermedium da sein, wenn es denn gebraucht wird. Die Frage ist, brauchen wir es wirklich oder ist diese Datenmenge nicht auch redundant? Also ganz viel, es wurde ja gesagt, so und so viel Speicher ist das gesamte Wissen bis 2003 und sowas benutzen wir jetzt, machen wir jetzt in 2 Wochen. Aber ist das relevant, was wir in diesen 2 Wochen machen? Ist es nicht so, dass viele unserer Informationen einfach redundant sind und wir Informationen produzieren, die nie gespeichert werden sollen? Was interessiert mich meine alten E-Mails? Die lösche ich selbst. Und meine Tweets und all diese Sachen, wir reden immer mehr von Informationen, die nicht dazu da sind, aufgehoben zu werden. Das ist im Prinzip nicht mehr Schriftlichkeit im Sinne von ich konserviere Wissen, sondern es ist einfach wie Sprache, Kommunikation, die vergänglich sein muss. Also, wie gesagt, da war mir sehr viel erhobener Zeigefinger dabei. Sie haben sehr versucht, das Ganze für moderne Probleme relevant zu machen. Ist es natürlich, aber hier schon ein bisschen mit dem Holzhammer. Gar keine Frage. Die Spielszenen, hier, ich bin noch gespalten. Auf der einen Seite umschiffen sie ganz, ganz viele Probleme. Mein Problem bei Spielszenen ist ja immer, solche Spielszenen erzeugen Bilder und die Dokumentation kann erzählen, was sie will. Wenn die Spielszenen etwas anderes zeigen, ist es dahin. Wenn ich von der Pracht an einem Königshof erhöre und dann ein Kerl mit schlechter Perücke, billiger Krone und schlecht sitzendem Pelzmantel da sitzen sehe, dann ist die ganze Pracht des Hofes einfach dahin. Gibt es viele Beispiele. Ich glaube, irgendwie die Deutschen mit Barbarossa war das, glaube ich. Und Barbarossa ist so unrasiert und alles. Das sind Bilder, die funktionieren nicht. Diese Bilder haben, wie gesagt, den Vorteil, sie umschiffen all die Probleme der Kostüme, der Realien. Sie zeigen schon ein Bild, das affektiv passt. Also hier nochmal kurz das Bild. Da sehen wir ein Kirchenfenster im Hintergrund, vielleicht ein Geistlicher vor, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber das zeigt Mittelalter, das ist auf einer affektiven Ebene mittelalterlich. Aber eben auch nicht mehr, es zeigt nicht mehr und also am Anfang dachte ich, es gelb sei nur in der Wüste, war es tatsächlich nicht, später kommt es immer wieder, dieser Barbar im Hintergrund. Selbst damit kann man schon, wie man sieht, durch Auswahl von Filter und Farben ganz viel beeinflussen. Also blauer Himmel in Straßburg, gelber Himmel in Mesopotamien. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich würde, glaube ich, aber das ist vielleicht mein persönliches Thema, ich würde, glaube ich, gut ausgestattete Spielszenen immer noch bevorzugen. Gegenüber all dem, was wir sonst sehen, an euch, liebe TRX-Redaktion, das ist besser als das, was ihr bisher macht. Also wenn ich die Wahl habe zwischen den üblichen Spielszenen, die schlecht ausgestattet sind und bei denen noch Dreck auf die Straße geworfen werden muss, damit es richtig aussieht, dann bevorzuge ich doch das hier. Das ist schon deutlich besser. Ob es richtig gut ist, ich glaube nicht. Ich glaube, da würde mir gut ausgestattete Dinge besser gefallen. Aber alles in allem eine durchaus runde Sache, diese Dokumentation, gerade was den Inhalt angeht, wobei leider der Inhalt ist nicht so sehr groß. Es wurde so viel Zeit damit verbracht, in diesen, ich glaube 25 Minuten sind es, 26 Minuten, es wurde so viel Zeit verbracht, über moderne Dinge zu vergleichen, diese Animus-Szenen,
Ich weiß nicht, ich müsste mal nachzählen, wie viel wir über Gutenberg tatsächlich erfahren. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Also, ich glaube, auf dem Wikipedia-Artikel erfährt man mehr über Gutenberg und das ist dann auch wieder so. Also keine schlechte Dokumentation, aber ein bisschen mager. Ja, schreibt, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr diese Spielszenen? Wie findet ihr diese Einordnung, gerade auch was die Reformation angeht? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Das nächste Reaktionsvideo wird bestimmt kommen, die nächsten regulären Videos sowieso. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Ihr könnt mich unterstützen auf Ko-fi oder Patreon. Näheres dazu in der Videobeschreibung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn ich mir Dokumentationen anschaue. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.